Hey Leute und willkommen zu meinem 62. YouTube-Video. Heute machen wir etwas, was sich einige von euch gewünscht haben. Ich hole mir das Paket. Dieses Paket habe ich von Amazon bekommen, wie man hier noch ein bisschen erkennen kann. Ich hatte ein paar Probleme mit diesem Paket. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal bestellt. Beim ersten Mal stand da, es ist in meinem Briefkasten. Dann bin ich runtergegangen. Und wie soll das überhaupt in meinen Briefkasten passen? Das geht schon mal nicht. Und dann war da aber auch nichts, auch vor der Tür nichts. Und dann habe ich Amazon geschrieben. Ich so, ja, hallo, wo ist mein Paket? Da steht Briefkasten, es ist gar nicht da und bla bla bla. Und dann haben die es mir erstattet. Und das ist jetzt das zweite Paket. Das erste habe ich ja gar nicht bekommen. Und das machen wir jetzt mal auf. Hier drin sind nämlich, oh, falsche Seite, die Faber-Castell Color Grip. Das sind 48 Stück. 48 Stück haben gekostet 25 Euro. Ein bisschen teuer dafür, dass das Schulbuntstifte sind. Aber man kann sie aquarellieren. Darauf bin ich gespannt. Wir haben ja letztens erst die Supra Color ausprobiert, die man auch aquarellieren konnte. Von denen war ich begeistert. Mal gucken, wie die hier sind. Wir gucken uns mal die Rückseite an. Brillante Color Grip Buntstifte, voll wasservermeidbar. Ergonomische Dreikant-Buntstifte mit patentierter Grip Zone für sicheren Griff. Okay. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung. Lackierung aus umweltverträglichem Wasserlack. Nice. Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft. Auswaschbar aus den meisten Textilien. Was steht hier vorne noch so drauf? High Performance. Mine mit höchster Bruchsicherheit, Leuchtkraft. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich die hier mal anteste. Und ich bin selbst echt gespannt, weil die hatte ich auch selber noch nie. Ich habe die immer in der Schule gesehen früher. Die hatten andere. Ich nicht, weil die waren immer so teuer. Und jetzt machen wir die mal auf. Ich mag diese Art von Verpackung nicht, weil ich immer nicht weiß, wie ich die Stifte da jetzt dann rauskriegen soll. Weil jetzt müssten ja hier irgendwie alle raus, ne? Irgendwie so ohne Reihenfolge, ohne irgendwas. Oder ist hier was zum Schieben gewesen? Das sind schon gute Farben, sehe ich gerade. Also viele Farben. Viele Farben, die sich auch nicht zu ähnlich sehen. Obwohl bei den Blautönen kann das ein bisschen schwierig werden. Aber wir haben ja hier auch noch ein paar andere Blautöne. So, wir gucken uns jetzt mal einen Stift an. Wir nehmen mal den hier. Hier steht drauf Color Grip Faber-Castell. Hier kann man den Namen reinschreiben. Hier ist ein Pinsel. Das bedeutet aquarellierbar. Das bedeutet halt mit Wasser vermalbar. Dann haben wir hier einen QR-Code oder so. Germany. Sonst mehr haben wir hier nicht drauf. Hier ist dieses rutschfeste Zeug. Das ist wie bei so Stoppersocken, wo unten diese kleinen Nüpsis dran sind, damit man nicht ausrutscht. Wir haben hier eigentlich relativ gutes Holz. Und ich habe immer noch die Tinte an den Fingern von dem anderen Video. Das geht einfach nicht mehr ab. Ich hoffe, in naher Zukunft ist der Spaß hier weg, weil das nervt mich echt ganz schön doll langsam. Aber hier sieht man, warte, Focus, Kamera, Focus. Hier sieht man eigentlich ganz anständiges Holz. Nichts splittert, nichts ist irgendwie kaputt. Und sie sind nicht gedippt. Das heißt, so bruchsicher sind sie dann auch nicht. Aber sie sollen ja irgendwie spezial verleimt sein. Vielleicht ist es dann deswegen nicht gedippt. Jetzt nehmen wir uns mal schwarz, dieses Gelb und dieses Weiß. Ihr kennt das Prozedere. Die werde ich jetzt einfach mal ausprobieren, um zu wissen, wie dunkel ist das Schwarz, wie hell ist das Weiß und wie hochpigmentiert ist das Gelb. Weil vom Gelb denke ich mir dann immer, dass die anderen Farben auch gut pigmentiert sind, wenn das Gelb gut pigmentiert ist. Weil das halt so eine helle Farbe ist, ist es ziemlich schwer, da viel Pigment reinzubekommen. Ich habe mir hier jetzt in derselben Farbe drei Polychromos rausgesucht und drei Goldfarber, weil ich dachte, die Goldfarber sind denen hier vielleicht am nächsten. Also das hier sind jetzt alles Faber-Castell-Stifte, nur unterschiedliche Linien. Goldfarber, Polychromo und die Color Grip. Die riechen gar nicht. Gar nicht jetzt irgendwie so ein Buntstiftegeruch oder Holzgeruch oder so. Aber vielleicht beim Anspitzen, vielleicht kommt das ja dann. Ah, die lassen sich tatsächlich sehr gut anspitzen. Ja, nee, die riechen immer noch nicht. Ich zeige euch jetzt mal die Mine. Man sieht, hier ist ein bisschen das Holz abgesplittert, aber das kann auch von meinem Anspitzer kommen. Ich brauche echt einen neuen. Und ich wollte unbedingt einen elektrischen Anspitzer. Falls ihr gute kennt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich würde sie sehr gerne auch vielleicht in einem Video mal antesten. Ja, sonst ist das hier eine super gute Spitze. Alles gut. Lässt sich super leicht anspitzen. Das ist schon mal super. Toll, toll, super toll. Und dann probieren wir die jetzt mal aus. Erstmal ganz leicht. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann ganz dunkel. Oh, die sind ja sehr weich. Oh, das wusste ich gar nicht. Die sind echt weich. Sie decken schon gut. Das Schwarz ist schwarz. Aber irgendwie kommen die Stifte nicht so gut in die Poren vom Papier rein. Aber sonst sehr weich. Ganz angenehm. Krümelt aber ein bisschen sehr viel. Seht ihr das hier? Ich habe jetzt echt nicht viel gemalt. Und dafür habe ich echt schon gut viele Krümel. So, probieren wir mal ein Goldfarbe aus im Vergleich. Oh, ich muss noch da drüber schreiben. Color Grip. Das ist jetzt Goldfarbe. Die sind etwas teurer als die Color Grip. Den probieren wir jetzt auch mal aus. Das fühlt sich auf jeden Fall schon angenehmer an. Wie soll ich das erklären? Bei dem hier hatte man das Gefühl, dass die etwas klebrig sind, die Mine. Dass die etwas am Papier haften. Hier hat man wieder dieses Gefühl, dass es alles sehr glatt ist, sehr smooth, sehr angenehm. Und jetzt drücken wir mal doller auf. Muss man näher ran. So.
Seht ihr das? Seht ihr den Unterschied, dass es hier ganz glatt ist und hier so ein bisschen kriselig? So dieses, dass das nicht ganz in die Poren vom Papier reinkommt. Genau das meine ich. Hier ist es ein ganz glattes Finish und hier ist es so ein bisschen kriselig halt. Ich schreibe jetzt mal hier drüber Goldfarber. Und die haben jetzt auch nicht so doll gekrümelt wie die. Aber sind, glaube ich, schon so doppelt so teuer wie die, ne? Hier kostet ein Stift ungefähr 50 Cent und hier kostet ein Stift um die 1,20 Euro oder so. Oder 1 Euro, glaube ich. Aber den Unterschied merkt man schon etwas. Jetzt kommen wir zu dem Polychromos. Da kostet ein Stift um die 2 Euro. Das sind jetzt Künstlerfarbstifte. Also wirklich hochpigmentierte Stifte für Künstler gemacht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Color aquarellierbar sind, also wasservermalbar sind. Und dass sie nicht für Künstler gemacht sind. Sie sind eher für Schüler. Und die hier sind, also die Goldfarber, sind etwas dazwischen. Sie sind zwischen Künstlerfarbstiften und Schulstiften. Das steht auch auf der Verpackung von denen drauf. Und jetzt probieren wir den Polychromo aus. Ja, das ist ja jetzt schon nice. Jetzt schon nice. Obwohl ich immer finde, dass die schwarzen Polychromos nicht so schwarz sind im Vergleich mit den Karandaschstiften. Aber es ist halt viel, viel glatter. Auch beim Malen hat man das Gefühl, dass es halt extrem glatt ist. Es wird immer glatter von Stift zu Stift. Hier ist es am kriseligsten, dann wird es etwas besser. Und hier ist es echt ganz smooth. Wir schreiben hier jetzt mal drüber Polychromo. So, jetzt testen wir mal das Gelb an. Ich vergleiche das auch immer gern hier mit anderen Stiften, damit man auf der Kamera sieht, wie die Unterschiede sind. Weil wenn ich jetzt nur das hier mache, dann würde man denken, oh, ist ja schon sehr schwarz, sehr glatt. Aber wenn man dann andere testet, dann sieht man erst, wie der Unterschied ist und wie sie sind und welche man jetzt am liebsten hat. Weil es kann ja auch sein, dass man das gar nicht so glatt haben will wie hier und so eher dieses etwas Graue feiert. Das kann ich auch verstehen, ist auch manchmal echt schön, aber ich mag halt das hier am liebsten. Und das Gute an denen hier ist diese Dreikantform, die kann man gut in der Hand halten und sie rollen dir nicht die ganze Zeit vom Tisch weg wie die Polychromos oder wie die Goldfarber. Das ist immer ein bisschen nervig. Jetzt kommen wir zum Gelb. Oh, das ist nicht schlecht, das ist schon ziemlich hochpigmentiert, muss ich sagen. Ui, aber es krümelt echt ein bisschen doll, ne? Also die Mine splittert gut ab und krümelt halt ein bisschen doll. Aber das ist gar nicht so schlimm, wenn man bedenkt, dass die um einiges günstiger sind. Ist schon ziemlich gut pigmentiert. Ich schreibe jetzt einfach Grip. Ich hatte fast Goldfarber geschrieben. Und dann nehmen wir uns jetzt, was ist das jetzt? Goldfarber. Und machen dasselbe nochmal. Dollar. Ja, es ist eigentlich fast das gleiche gerade. Außer, also von der Pigmentierung her ist es fast dasselbe. Ein bisschen höher hier, aber nur ein Ticken, das fällt gar nicht auf. Es ist wirklich nur die Glätte, die da einen Unterschied macht. Also diese glatte Oberfläche ist gerade mit der einzige Unterschied. Außer dieses ganz bisschen noch pigmentiertere. Oh, bei euch sieht das ja richtig, richtig grell aus. So grell ist es gar nicht in echt. Das ist jetzt Gold. Kann man gar nicht lesen in Gelb, ne? Aber ihr wisst Bescheid. Ihr wisst doch Bescheid. Jetzt kommen wir zu einem gelben Polychromo. Ich weiß gar nicht, ob das ungefähr jetzt dasselbe Gelb ist. Den probieren wir jetzt auch mal aus. So. Ja, es ist ein etwas dunkleres Gelb. Es ist viel, viel glatter. Hier jetzt aber auch gerade ein bisschen gesplittert. Aber es krümelt nicht so viel. Polychromo. Die sind sehr gut pigmentiert, muss ich schon sagen. Es ist halt wirklich nur die Glätte, die einen Unterschied macht. Das hier ist natürlich von der Pigmentierung am besten. Ja, eigentlich machen die bis jetzt einen ganz guten Eindruck, muss ich sagen. Jetzt kommen wir zum Weiß. Da haben wir diese drei hübschen. Die spitze ich jetzt erstmal alle an. Jetzt nehmen wir uns mal das schwarze Blatt Papier und probieren mal das Weiß hier aus von den Color Grips. Ui. Oh, die sind echt, die krümeln echt und splittern echt ein bisschen doll. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, es ist echt grau. Jetzt von weiß auf schwarz fällt das echt doll auf. Das finde ich ein bisschen komisch. Warum kommen die denn nicht so gut in diese Poren rein? Das ist echt... Weil wenn ich jetzt noch doller aufdrücke, dann krümelt es halt wirklich richtig doll. Naja, Grip. So, machen wir jetzt Goldfarber. Es ist etwas glatter, aber jetzt auch nicht so weiß, dass ich denke, boah, Tippex weiß oder so. Aber es ist okay. Ich schreibe jetzt einfach nur noch Gold drüber. Und jetzt nehmen wir den hier, der ist schon ziemlich klein. Ich versuche es trotzdem mal. Das ist jetzt der Polychromo. Weiß ich nicht, der ist jetzt echt nicht so weiß und krümelt auch ganz schön. Das Weiß von Polychromo lässt echt, hat schon immer zu wünschen übrig gelassen im Vergleich zu dem Weiß von Supracolor oder dem Weiß von Prismacolor. Ja, Polychromo muss echt was machen für den weißen Stift, weil der gefällt mir echt nicht so gut. Ich habe jetzt hier eine Skizze gemacht, die werde ich auch gleich anmalen. Vorher radiere ich die weg wieder. Anmalen und radieren. Das mache ich, damit man die Bleistiftlinie nicht so doll durch die Buntstifte durchsieht. Das sieht nicht so schön aus. Und dafür benutze ich meinen geliebten Knet-Knet-Radiergummi. Was soll ich als nächstes für Stifte ausprobieren? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin immer mega gespannt, was ihr da reinschreibt, weil die meisten kenne ich gar nicht. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin gespannt, sie auszuprobieren. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich eine Hälfte mit den Buntstiften mache und die andere Hälfte dann mit Wasser vermale, also dieses Aquarellier-Ding mache. Ich packe euch jetzt mal ins Stativ und dann machen wir einen Zeitraffer. Los geht's! We'll be right back.
Ich bin jetzt fertig, was die Buntstifte angeht. Ich mache jetzt diese Seite, also diese hier, mit den Aquarellgeschichten da. Ich habe einen Pinsel und ich habe meine Mogli-Tasse voll mit Wasser. So, eine wunderschöne Tasse hier. Überall schon mit Farbe. Ab hier würde ich sagen. Das ist zu nass. Das war zu viel Wasser. Machen wir genau bis zur Hälfte. Auch die Haare hier so ein bisschen. Mal gucken, wie das hier ist. Es ist, ja, es ist gut. Es tut, was es soll, ne? Es tut halt wirklich, was es soll. Aber ich dachte nicht, dass die Farben so ganz so rötlich sind am Ende. Weil ich habe auch viel von dem kalten Braun benutzt und nicht nur dieses rote Braun. Ich finde es ein bisschen zu warm. Oh, oh, vorsichtig jetzt hier bei der Augenbraue. Und dann machen wir mal den hier. Ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass man am Ende nicht mehr erkennen kann, was das überhaupt... Also, dass die Feinheiten nicht mehr da sind, ne? Es ist ganz okay, würde ich jetzt sagen. Hier auch noch ein bisschen. Ich habe halt echt Angst, dass man alles damit ein bisschen wieder zerstört, was man jetzt die ganze Zeit aufgebaut hat. Sie lassen sich tatsächlich sehr gut mit Wasser vermalen, aber ich mag die Farben nicht so, die dabei rauskommen. Ich mache mal hier noch die Hälfte von der Lippe und die Unterlippe auch. Das gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut an der Lippe. Das sieht ganz cool aus. Aber das ist ja auch ganz optional. Man kann die auch einfach ganz normal als Buntstift benutzen, ne? Also so ist das ja nicht. Da ist jetzt voll die Pfütze. Machen das Ganze jetzt mal noch ein bisschen hübscher, weil das sieht irgendwie jetzt ein bisschen dreckig aus, oder? Augenbraue. Dass wir hier genau in der Mitte sind. Welche Seite gefällt euch denn besser? Die oder die? Ich warte jetzt mal, bis es trocken ist erstmal. Wir warten jetzt, bis es trocken ist und dann gucken wir mal. Kommen wir zum Fazit. Ich hatte ein bisschen Probleme beim Ausmalen, weil ich konnte nicht so viel Farbe übereinander legen. Das hat mich ein bisschen gestört. Außerdem stört mich dieses Krisselige wirklich, wirklich doll. Seht ihr, wie unglatt das ist? Was ist das Gegenteil von glatt? Rau! Es ist rau! Es ist mir viel zu rau und das Papier hier ist eigentlich schon ziemlich glatt. Außer, dass es hier so eine ganz feine Körnung hat, aber das ist okay. So sollte es eigentlich nicht aussehen. Deswegen gefällt mir die Seite jetzt ein bisschen besser, obwohl die Seite jetzt ein bisschen dreckig aussieht. Ich habe es aber auch nicht so gut aquarelliert. Ich denke, das macht man dann in verschiedenen Schritten und nicht wie ich jetzt, wenn ich fertig bin, einfach nochmal drüber gehen. Mich hat es noch gestört, dass ich nicht so fein werden konnte, wie ich gerne wollen würde. Also gerade in der Iris und so möchte ich ganz fein arbeiten. Dafür ist die Mine aber zu brüchig und zu weich einfach. Also das ist so ein krümeliges Weich. Da bin ich nicht so der Fan von. Sonst sind sie eigentlich ganz okay. Die Farben sind schön. Man kann ganz gut mit ihnen arbeiten. Ich würde sie jetzt aber eher einfach nur für die Schule benutzen und nicht jetzt, um großartig irgendwelche Kunstwerke damit zu erschaffen. Dafür sind sie gut. Für andere Sachen eher weniger, weil man kann echt nicht so viel schichten. Sie sind viel zu weich für so ganz feine Details. Gerade auch hier bei den Augenbrauen und so ist es ziemlich schwer gewesen. Und sonst war es okay. Das macht ganz Spaß eigentlich. Das ist gut. Sonst ist es so meh. Es ist halt eher so mittelmäßig. Es war okay. Okay, das ist die Bewertung für die Stifte. Es war okay. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dankeschön. Tschüss.